Ja, macht natürlich Riesenspaß aus deutscher Sicht hier in Klingenthal. Und wir gehen in den zweiten Durchgang mit Martin Hamann. Lodo Kos ist gerade gesprungen, 127,5 Meter. Und jetzt Sven im Rekordtempo hier. Martin Hamann gegen Lodo Kos. Er steigert besser sich. Ja, super. Bisschen erlösender Gesichtsausdruck. Nicht ganz euphorisch bei Martin Hamann, aber erklärbar. Das Gute ist, es gibt morgen ja noch einen Tag. Er kann sich ja noch mal weiter steigern. Er schlägt hier, so sieht's aus. Müssen wir schauen, er springt 200 Meter weiter, hat aber auch mehr Abzüge, weil er einen besseren Wind hatte als Kos. Schlägt er den Slowenen? Ja! Gutes Zeichen, Martin Hamann also. Alle fünf Deutschen dabei. Als letztes wird Karl Geiger in die Spur gehen. Pius Paschke ist Dritter. Andreas Wellinger in Lauerstellung auf Position 6. Und auch Stefan Laie kann noch einen großen Sprung nach vorne machen im zweiten Durchgang. Sven, ich glaube, du bist fast euphorisiert hier hingelaufen. Das war eine neue Rekordzeit von Lea bis hier in die Kabine. Also so schnell. Das macht doch was, wenn ein Deutscher führt. Als Einheimischer kenne ich die Wege. Ah ja, gut, das stimmt natürlich auch. Nein, aber das ist natürlich mit den Zuschauern auch ein super Sprung von Presadola. Sind wirklich gute Bedingungen jetzt. Das wechselt ein bisschen mehr hin und her. Ich hoffe, dass das irgendwie einfach auch für den zweiten und letzten Sprung für den heutigen Wettkampf jetzt so ein bisschen durchhält noch. Aber die Zuschauer, das ist schon auch als Passiver, wenn du hier stehst, das ist so eine Euphorie. Und das ist das, was ich am Anfang auch erwähnt habe, dass die Menschen hier natürlich das Leben, ähnlich wie in Willingen ja auch, die sind da dabei, die machen alles und dementsprechend unterstützen sie auch nicht nur die Deutschen. Die Deutschen natürlich ein bisschen mehr, ist ja logisch, aber einfach alle und das ist immer wieder schön mitzuerleben. Es sind 6.500 offiziell, 6.521 hat eben der Geschäftsführer hier angezeigt. Man muss hier sagen, Alexander Ziron hat seinen Laden hier wirklich im Griff. Das ist alles top organisiert, auch was die Anfahrt angeht. Gestern ja geschlossene Schneedecke, da gab es große Staus, auch weil nicht alle, die hier angereist sind, offensichtlich mit den richtigen Reifen unterwegs waren. Aber das gibt es eben auch. Ja. Es gibt immer Leute, die noch nicht reagiert haben aufs Wetter. Hat sich ja teilweise der Stau weit hier aus dem Tal rausgezogen in Klingenthal. Heute aber alles weggetaut, wirklich ideale Verhältnisse. Auch für die Anfahrt hier in die Vogtland Arena. Und die Leute werden belohnt heute. Keine Staus heute und dafür Riesenergebnisse der deutschen Mannschaft. Domen Preutz. Oh, okay. Und das sind dann immer die Lichtblicke, die ich bei ihm nicht verstehe. Ich sehe jetzt grundtechnisch keine großen Änderungen zum ersten Durchgang. Bedingungen waren okay, also waren schon gut, aber eben nicht so, dass ich sage, hier irgendwie violettes Spiel, dass da die Sektoren super waren. Der macht sich jede Schanze, so einer kleinen Flugschanze, steigt fast nochmal weg. Also das hat er fast eigen, habe ich vorhin im Probedurchgang gesehen. Aber oh da, Sven, das ist gar nicht so sicher gewesen. Ja, hat auch hinten Blei auf dem Ski, also was ich auch immer sage, dass man den Schwerpunkt ein bisschen verändert, dass der Ski bei ihm natürlich auch nach dem Tisch wirklich kommt und wirklich da ist, weil er so aggressiv da rausspringt. Und Geschwindigkeit mitnimmt. Das ist der Einzige, der natürlich so flach am Hang entlang fliegen kann, weil er mehr Geschwindigkeit mitnimmt. Wieder super schnelle Anfahrt. Simon Hamann. Geschwindigkeit in der Anfahrt ist aber nicht alles. Der Erste, der hier die 90 knackt. Also der hat eine gute Anfahrposition gefunden. Auch er arbeitet wieder. Ersten Durchgang schwarzer Anzug, jetzt wieder roter Anzug. Also du siehst, Simon gibt sich keine Ruhe, einfach mal einen Wettkampf zu genießen, sondern da wird durchgearbeitet auf jedem Sektor. Er versucht alles. Horsthüttl, der Chef persönlich also vor der Kabine bei Stefan Laie, bei Andy Wellinger. Horsthüttl kann super zufrieden sein damit, wie die deutschen Skispringer in die Saison gestartet sind. Mal schauen, ob es heute den ersten Sieg gibt. Das wird immer noch eine gewaltige Aufgabe, denn mit Ryoyo Kobayashi und Stefan Kraft dazu vorfangen, gibt es für die drei Deutschen da vorne auch große Konkurrenz. Man muss ehrlich sein, die anderen sind hier noch besser gesprungen in diesen beiden Tagen. Also es wäre
immer noch eine große Überraschung. Ist es auch, dass Manuel Fettner so früh dran ist? Klare Steigerung. Sehr, sehr gute Bedingungen jetzt. Kündigt sich wahrscheinlich ein bisschen die Wetteränderung auf morgen an. Leicht auf der späten Seite. Und dann hier natürlich die Unterstützung. Wenn dann mal der Ski da ist, findet auch Manuel Fettner das. Oder weiß er, was er zu tun und zu lassen hat. Und dann kann er sich natürlich besser ausleben als im Sprung zuvor. Kilian Payer. Wäre sicherlich mehr möglich gewesen, trotzdem auch von ihm wirklich grundsolider Wettkampf. Das hast du vorhin mal irgendwann angesprochen, wie wichtig dieser Telemark da unten ist. Bei Pius. Wer ihn nicht setzt, auch bei Kilian Payer, ist ja jeder in seinem Bereich, verliert unglaublich viele Plätze. Das sind dann eben ohne Telemark 6 Punkte und dann fehlen 3, 3,5 Meter. Deswegen wichtig, dass Payer, auch wenn er nicht ganz vorne ist, diesen Telemark da ganz, ganz sauber gesetzt hat. Daniel André Tande. Ist der Name größer als die Leistung aktuell? Ich weiß auch nicht, ob das die richtige Idee war, so viel Druck zu machen auf die älteren norwegischen Springer. Sie müssen im Weltcup unter den besten 15 insgesamt platziert sein, damit sie weiter den Status Nationalmannschaft erhalten. Nachvollziehbar für dich, das so klar anzusagen? Ja, ein Zeichen setzen ja, aber der eine verträgt es vielleicht vom Kopf her mehr, der andere weniger. Ich meine, allgemein ist ja eh schon ein bisschen mehr Alarm auf dem Zylinder. Ne? Ich meine, durch die 5 Startplätze nur, einen Startplatz kannst du dir holen über den Kontinentalcup für die nächste Periode. Da ist schon mehr Alarm, also da kann sich keiner mehr ausruhen. Ach, ich feiere eh mit. Das ist schon mal okay, aber so Gewehr auf die Brust ist schon bei so Arrivierten, die ja schon auch wissen, wie es geht, aber einfach vielleicht ein bisschen länger brauchen. Ja, wir werden sehen, wie es ausgeht. Also. Super Wettkampf von Ante Aalto, ganz stark hier. 136 Meter. Gut dabei. Auch wenn es nicht reicht, um noch ganz vorne zu kommen, aber super wichtig fürs Selbstbewusstsein, den ein oder anderen Schritt jetzt zu machen. Weiter geht's mit Ren Nikaido. Gute Position gefunden im Flug. Auch schön, alles jetzt weit über die 125 Meter. Das sind wichtige Weltcup-Punkte, die sie hier alle mitnehmen, genauso Nikaido, Aalto. Wir hoffen, dass morgen auch ein guter Sprungtag hier möglich ist in Klingenthal. Die Windprognose ist nicht ganz so gut wie für den heutigen Tag. Und auch er meistert die Landung nicht ganz so einfach. Da jenseits der 132 Meter. Also Nikaido erstmal Dritter. Und nach einer kurzen Pause meldet sich Inken Padas mit Martin Hamann als Interviewgast. Dein Biotin-Booster. Mehr Energie mit dem Biohacking für dein Immunsystem. Mit Vitamin Magnesium C. Für Muskeln, Knochen und Gelenke. Braucht 5 Äpfel. Äpfel. Gut, dass Lavita gibt. Für die Gesundheit der ganzen Familie. Mit Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen gibt's nur direkt bei Lavita. Leicht nachdenklicher Blick, aber ich glaube, es ist schon ein bisschen Druck von Ihnen abgefallen. Oder wie sehen Sie es? War ein schöner Sprung jetzt?
Ja, ein bisschen Druck ist auf jeden Fall abgefallen, aber speziell jetzt in dem habe ich dann das erste Mal wieder gemerkt, wo ich dann eigentlich bin in der Luft und wo es dann hätte jetzt sogar wahrscheinlich schon theoretisch hingehen können. Aber es gibt ja morgen nochmal eine neue Chance. Wie geht es Ihnen denn insgesamt? Weil Ihr Vater hat vorhin erzählt, nee, er ist so nervös, er kann gar nicht reden. Wie war es bei Ihnen mit Nervosität? Ach, die Nervosität ist hier natürlich da, aber es ist eigentlich eine schöne Sache, weil hier zu Hause, es macht einfach Spaß. Es ist einfach cool, hier zu springen, endlich wieder viele Zuschauer hier. Und ja, war einfach cool. Und jetzt wird es auch cool, die Teamkollegen anzufeuern. Herzlichen Dank erstmal. Danke. Startet ja für die SG Nickelhütte Aue. Ja, der Mann aus Sachsen, der jetzt allerdings am Chiemsee wohnt. Hektische Landung. Warum macht er diese Ruderbewegung, Sven? Christopher Eriksen Sundahl? Weil er den Flug bis zum Schluss aus Kosten nicht auskosten möchte, sondern er merkt, er muss gucken, dass er mitkommt und zieht den dann bis zum Schluss. Normalerweise nimmt man wie beim Flugzeug, wenn es landet, geht es ein bisschen hoch, nimmt ein bisschen Speed raus und setzt sanft auf. Und so Ruderschläge sind meistens ein Zeichen, dass sie alles rausholen, weil sie merken, irgendwie jetzt verpassen sie was und müssen gucken, dass sie mitkommen. Ja, übrigens, dieses Brett, was er in der Hand hält, Kento Sakuyama aus dem Sumo-Sport. Großer Sumo-Fan, deswegen war ich auch. Keine Fahne. Ja, du hast genau die Figur für Sumo-Ring, glaube ich. Dich federt man mit der Fingerspitze, sozusagen, dort von der Platte. Aber Kento Sakuyama, also mit seiner ganz eigenen Art abzuwinken, ja auch sehr langsam, sehr bedächtig. Aber man kann nicht sagen, dass das Team hier in Zeitlupe unterwegs wäre. Sie haben ein paar Leute näher herangebracht und haben ja mit Kobayashi, mit Ryoyo Kobayashi, auch einen Topspringer. Junshiro, ja, es geschehen noch Zeiten und Wunder. Hat gezeigt, dass er es noch drauf hätte. Zumindest jetzt in dem Sprung, den er uns gezeigt hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er es wirklich dann auch stabil abrufen kann. Mittlerweile jetzt auch, wenn wir warten, heißt es jetzt nicht, dass mehr Aufwind ist, sondern eher weniger als bisher. Man versucht es dann auch da, sieht man immer wieder durch kleine Pausen etwas fairer zu gestalten, weil es dann doch nicht gegeben wäre bei den Bedingungen, wenn du jemanden runterholst, ob das dann wirklich so funktioniert mit den Windpunkten, die es am Ende hier mehr geben würde. Also die Anlaufluke, die Spur, das muss zusammenpassen mit dem Aufwind. Wir haben Aufwindverhältnisse. Ja, unglaublich schwer, weil er gar nicht auf die richtige Höhe kommt, um da zu marschieren. Und dann braucht man den Aufwind. Die anderen vor ihm hatten ihn, er jetzt weniger. Natürlich gut für Domen Preutz, auch für Manuel Fettner, die ordentlich Plätze gut machen. Auch sein Landsmann Ren Nikaido wird sich verbessern. Jetzt dauert es dann nicht mehr lange, bis nicht nur der erste Deutsche, sondern auch die nächsten Österreicher kommen. Jofenik, Hörl, Heiberg, alle hintereinander platziert. Und danach geht es dann los Richtung Top 10. Sicherlich nochmal mit dem Angriff von Stefan Laie, der sich im ersten Durchgang deutlich unter Wert platzieren konnte. Gilt aber für ihn auch, für Timmy Seitz. Rückt sich da kräftig ab oben am Balken. Zu viel Ski oben. Kommt er trotzdem noch zum Fliegen. Wenn er oben den kleinen Klapper hat, wo es ihm gefühlt fast eine Kopfnuss gibt. Wir nehmen jetzt gleich Phase. Hier auf den rechten Ski achten. Ja. Zack, und jetzt geht er wieder weg. Dieser kleine Klapper, das ist natürlich, wenn der lange Ski im Wind steht, steiler, dann bremst es ihn so her und da fehlt ihm jetzt hier in dem restlichen Flug gefühlt, weiß ich nicht, 1-2 km/h, klingt nicht nach viel, aber das lässt ihn dann unten viel besser wegtragen. Das sind die Kleinigkeiten, die einfach nicht passen. Durch den Widerstand oben fehlt ihm die Geschwindigkeit im Flug, die er wie wenige andere zu nutzen wissen, wenn er mal im Fluss ist. Domen Preutz parkt auf Position 1. Da kommt der Bruder. Der so viel erfolgreichere ältere Bruder. Gesamtweltcup-Sieger vor 8 Jahren. Oh! Werden wir uns daran wieder gewöhnen? Peter Preutz vor Domen Preutz. Ja. Die Kobayashis machen es als Team und die Preutz auch.
kommen noch ein paar, aber trotzdem, es gelingt ihm in Einzelsprüngen immer mal wieder zu den Besten zu gehören. Es geht trotzdem zu sehr gegen Ski, aber was ich jetzt gesehen habe, ist, dass ein bisschen mehr Energie aus dem Fuß kommt. Also nicht das blinde nach vorn schießen und Geschwindigkeit mitnehmen, sondern auch Peter merke ich an, dass er sich schon ein bisschen umstellt, weil er einfach, ja klar, auch Instinkt hat, dass das nach vorn geschmeiße einfach nicht mehr funktioniert. Bei ihm hin und wieder ja, aber das ist dann wirklich die Ausnahme von der Ausnahme, von der absoluten Ausnahme. Peter ist 7 Jahre älter und ist mit 31 ja nun noch nicht alt für einen Skispringer. Aber die mögen sich, die sind zusammen groß geworden auf den Schanzen in Slowenien. Die Eltern sehr engagiert. Das ist ja in Slowenien üblich, dass die Eltern mithelfen, die Schanze zu präparieren. Das war bei den beiden Peuls genauso. Daniel Čofenik. Bleibt jetzt nur noch die Hoffnung auf den morgigen Tag. Ansonsten ist es wirklich ein gebrauchtes Wochenende für ihn. Es ist ja gar kein Desaster, das Ergebnis, aber er hat sich eben in ganz anderen Bereichen inzwischen festgesetzt. Ja, und dann ist natürlich so ein Ergebnis wie heute eher enttäuschend. Und gehen zu einem Mann vom SC Fischershofen. Also da haben Zielspringen, 2x128,5. Wenn ich mal in die Liste schaue, in den Top 10, Sven, aus österreichischer Sicht nur Stefan Kraft. Die anderen kommen jetzt nacheinander. Jan Hörl, der war doch auch so gut und so sicher und hat sich doch kaum einen Fehler geleistet auf den ersten Stationen. Und jetzt muss er wirklich kämpfen. Ja, besser. Da war wieder Zug drauf. Macht dann doch was aus, wenn man in der Pause eine Kleinigkeit findet vielleicht mit dem Trainer. Andi Wietzels ist hier für in der Kabine vorbeigestapft und gesagt, jetzt mache ich mal richtig Dampf in der Kabine. Wir müssen mal aufwachen. Okay. Ja, ich glaube, das ist so ein Typ, das kann er. Offensichtlich hat das zumindest beim einen oder anderen Wirkung gezeigt. Fettner verbessert und er sowieso. Jan Hörl, und das ist wichtig, denn der liegt so gut. Das ist er. Rechts. Andreas Wietholzl, Vier-Schanzentournee-Sieger 1999, 2000, als einer der großen Konkurrenten damals von Martin Schmidt und Sven Hannawald. Jetzt ist er selbst Cheftrainer. Musste auch schon einige Widerstände überwinden, aber jetzt führt zunächst mal wieder ein Österreicher. Und er hat auch noch nicht gezeigt, was er kann. Hier, zumindest nicht in Klingenthal, Michael Heiberg. Jetzt geht's aber rund hier. Ganz großer Sport, den die Österreicher hier liefern. Jetzt muss wohl auch verkürzt werden. 145 Meter. Wir haben großen Sport für Sie hier in Klingenthal. Und natürlich auch, wie Sie es gewohnt sind, gleich im Anschluss die Fußball-Bundesliga, die Sportschau unter anderem mit der Partie der Bayern bei Eintracht Frankfurt. Ja, und was ist das für ein Zeichen? Warum zeige ich das nicht in beiden Durchgängen? Ja, das gehe ich davon aus, hat es bedeutet. Natürlich die Führung. Ja, wir denken uns das Lächeln. Ja, ich würde noch mehr lächeln, sagt er uns, wenn ich das zweimal gezeigt hätte, nicht nur einmal. Aber gut, Sie können es, Sie haben es nicht verlernt in den letzten Tagen. Und vielleicht ist es nicht schlecht, wenn der Trainer mal ein bisschen Dampf ablässt. In der Kabine. Stefan Leier hat jetzt eine Luke weniger Anlauf und auch leider Gottes nicht mehr den Aufwind. Jetzt muss das wirklich springerisch richten. Oben besser raus als eben. Ja, das waren natürlich gewaltige Flüge, Aufwind begünstigt. Damit wird er sich nicht großartig da verbessern können mit 132 Metern. Wobei er sich so ein bisschen fragt, was habe ich falsch gemacht? Ja, am ersten hat man natürlich schon mal Fehler gesehen. Das ist völlig untypisch bei Stefan Leiers Sprung. Zweite ging eigentlich oben flüssiger raus, aber klar, die bisschen fehlende Unterstützung zu seinen Vorgängern, die gerade eben dann auch springen durften. Aber es ist
Okay, er hat jetzt nicht den großen Einbruch, dass er irgendwo landet jenseits der 20, sondern ist so ein bisschen mit dabei. Den Sprung immer noch, genau. Da müssen sich, glaube ich, auch alle bremsen. Das kann nicht jeden Tag gleich gut laufen. David Kubacki. Laie eben 132 Meter bei ziemlich ähnlichen Windverhältnissen. Kubacki 2 Meter kürzer. Aber Kubacki bekommt deutlich bessere Noten. Etwas, was Stefan Horngacher, den Bundestrainer, ärgert. Dass die Punktrichter aus seiner Sicht nicht immer ganz frei entscheiden, sondern sozusagen für jeden Springer so ihr Kästchen aufmachen. Der Laie, der kriegt eine 18 und der Kubacki kriegt immer die 19. Aber der Kubacki ist trotzdem hinter dem Laie, auch wenn es ganz knapp zugeht. Lanišek, schon der letzte Slowene. Gute Position. Oh, wow. Oh, wow. Boah, Telemark-Down, oder? Der letzte Slowene, aber was für einer. Und das muss offensichtlich auch alles raus bei Ante Lanišek. 146. Michael Uhrmann hat seinen Schanzenrekord noch. 146,5. Dann war es knapp. Aber auch hier bei Lanišek jetzt eher Sprung besser als die guten extremen Bedingungen. Es war natürlich ein bisschen besser als bei Laie und Kubacki, aber vom Tisch besser, die Drehung besser hingekriegt und dann kann er natürlich auch noch fliegen. Aber es ist nicht wie am laufenden Band, auch er muss mehr dafür arbeiten, aktuell, Stand heute und hier. Ja, aber das sind Sprünge, die die Ambitionen auch für die Tournee hinterlegen. Robert Rygotta freut sich. Ein halber Meter fehlt ihm zum Weltcup-Schanzenrekord der Skispringer von Michael Uhrmann, der damals, übrigens 2011, nach dem ersten Durchgang führte mit 146,5 und dann leider im zweiten nur 115 gesprungen ist und am Ende dann nur 13. geworden ist. Trotzdem war das natürlich damals eine großartige Leistung von Michael Uhrmann. So, Stefan Laie wird im schlechtesten Fall 15. David Kubacki, für die Polen geht es ein Stück weit voran. Vor allem ist ja noch Piotr Żibar in den Top 10. Martin Hamann nimmt 2 Weltcup-Pünktchen mit. Das ist sicherlich weniger, als er sich vorgestellt hat, aber mehr, als man gestern ahnen konnte. Und jetzt, Sven, genießen wir einfach, was passiert. Das hoffe ich jetzt mal, ja. Die letzten 10 mit Karl Geiger, mit Pius Paschke und auch mit Andreas Wellinger, der noch Richtung Podest schielen wird. Ja, ich hoffe, dass sie ihre Sprünge abrufen können. Am Ende die Bedingungen werden es vielleicht dann auch ein bisschen mitentscheiden, aber davon gehen wir jetzt mal nicht aus, sondern die Euphorie des Publikums hier mitnehmen mit dem ersten Durchgang, dass da etwas stattfindet, was uns freut. Die Sicht ist besser geworden für die Zuschauer auf jeden Fall. Wenn man zur Schanze hochschaut, sieht man etwas mehr. Man sieht fast den gesamten Flug und wir schauen mal auf die, die noch oben stehen. Sehr erfreulich für die Norweger. Es sind 3 insgesamt dabei. Alle Top-Leute vertreten. Dazu der Schweizer Gregor de Schwanden. Keine Überraschung mehr. Zum ersten Mal ein Pole in den Top 10, der sich dort halten möchte mit Piotr Żibar. Der stärkste Deutsche im Gesamtweltcup ist Wellinger. Unglaublich gut hier Vorfang. Bis jetzt unschlagbar, Stefan Kraft. Er hat richtig zugeschlagen dieses Jahr, Pius Paschke. Top-Favorit, sicherlich auch für den Tourneesieg. Und der Mann aus dem Auftaktort der Vierschanzentournee, Karl Geiger vom SC Oberstdorf als Letzter. Könnte kaum spannender sein. Wind. Werden wir abwarten. Also aktuell ist es super. Leichter Aufwind, 1,5 Meter im Hang, durchgehend. Und dann geht hoffe los. Ich, dass es einigermaßen gleich bleibt. Mit Halvor Egner Granerød. Fehlt ein bisschen Höhe. Viel zu viel Höhe fehlt. Viel zu aggressiv. Schon vom Tisch weg. Voll nach vorn. Vor
vor allen Dingen, wie ist der weggesprungen? Wie hat er sich weggepumpt hier in dieser Phase? Und warum fehlen ihm auf einmal? Ja, man hat das Gefühl, fast anderthalb Flughöhenmeter. Weil jetzt möchte er gut springen. Und letzte Saison ging es eigentlich gefühlt von alleine. Da hat er nur sich an zwei, drei Dinge erinnern müssen und dann lief der Sprung und jetzt ist es einfach eher Arbeit. Jetzt möchte er auch mehr, als dass er vielleicht überhaupt imstande ist zu leisten. Dann geht es noch mal schlechter. Also das ist das Umprogrammieren für Granerüth, der natürlich letztes Jahr alles dominiert hat, ist natürlich am schwersten von allen. Ja, die Leiden des Titelverteidigers, was Gesamtweltcup und auch Tournee angeht. Marius Lindwig, auch schon ein paar Mal wirklich gut bei der Tournee, dort ausgebremst von allen möglichen Widrigkeiten, unter anderem einer Weisheitszahn-OP. So hat er noch keinen Vierschanzen-Tournee-Sieg stehen. Und bis jetzt zumindest hat er auch noch nicht den Dreh raus, um dieses Jahr zu einem der Top-Favoriten zu werden. Den mit Abstand besten Eindruck hier hat aus norwegischer Sicht Johan André Forfang gemacht. Was nehmen Sie mit für den morgigen Tag? Es geht zumindest in Einzelsprüngen. Aber bis jetzt in dieser Saison noch nicht wirklich zweimal richtig gut. Sie sehen aber durch Forfang, dass es natürlich schon auch gut gehen kann. Das ist das Positive für jedes einzelne Team, auch speziell für die Polen. Wenn da ein guter Sprung dabei ist, ist das wichtig. Der Schwanden. Ja, ein fantastischer Wettkampf von ihm. Super. Und das macht ihm Mut, nachdem er ja rausgenommen worden ist in Lillehammer. Bevor es überhaupt losging, da oben wird der Schritt kontrolliert. Bevor es zur Anfahrt geht, das ist, glaube ich, die Höchststrafe für jeden Springer, wenn er da zurückgepfiffen wird. Keine Chance mehr, Anzug nicht regelkonform. Jetzt haut er hier 140 Meter raus. Zweitweitester. Drittweitester. Auch Heiberg war ja noch mal deutlich weiter. Dann wurde verkürzt, aber aus der Luke der zweitweiteste. Tolles Ergebnis für Gregor Dürschwanden. Total verdient. Ja, es ist nicht mehr viel, was fehlt. Ja. Toll. Und da sieht man mal, wie sich das verändert hat. Stefan Meyer hat eben unten auch erzählt, das ist was ganz anderes hier. Skispringen mit Zuschauern und mit einer solchen Atmosphäre. Und in Oberstdorf haben wir ja fast die fünffache Zuschauerzahl. Ja. Ach, wird das ein Spaß. Vorher hier die Entscheidung in Klingenthal. Piotr Żiła. Wow. Muss kämpfen, muss richtig kämpfen und verliert, ja, dadurch unfassbar viele Meter. Es lief jetzt im ersten Durchgang so gut. Es wird ein viel besseres Ergebnis als Mannschaft, aber es ist noch ein großes Stück Weg zu gehen. Vielleicht auf der späten Seite dann auch ein bisschen mehr Oberkörper offen. Auch das, da verliert er mehr Geschwindigkeit als normal in seinen besten Sprüngen. Und ab dem Zeitpunkt hat er eigentlich schon zu tun, das irgendwie selber zu drehen, weil es nicht ganz so einfach ist und automatisch passiert. Also wenn du die Schanzentisch triffst, dann geht da das eine ins andere über. Aber wichtig für ihn aus Polensicht auch der erste Durchgang, wo er auf jeden Fall komplett mit dabei war. Auf jeden Fall sorgt Żiła für das beste Ergebnis bisher eines Polen. Und jetzt hat Wellinger schon ein bisschen Pech, wie es aussieht, Sven. Ja, das ist deswegen auch ein bisschen länger gewartet schon. Auch ja, jetzt hoffen wir mal, eher Rückenwind auch noch, das wird bitter. Hoffentlich wird es nicht wirklich bitter, hoffentlich dreht der Wind noch ein bisschen. Wir haben aber 146 Meter schon von Lanišek gesehen. Keine Chance, dahin zu springen mit den Windverhältnissen. Auch Żiła eben ohne Unterstützung, fast ohne Unterstützung. Jetzt würde ich mir wünschen, dass die Zeit schneller geht, dass die Minute voll ist, dass er runter darf. Aber er kriegt grün, das heißt, er muss los. Oh, es wird ein bisschen besser. Oh je, komm schon. Ja, technisch oh, gut. Sieht gut aus. Komm, jawohl, jawohl! Super! Super, Andy Wellinger! War dir gut! Boah. Bei diesen Windverhältnissen nicht so einfach, so weit zu springen. Längst sich die Verhältnisse von Lanišek, yes. Aber 144,5 Meter.
Oh, das hätte ich jetzt nie gedacht. Da wird er seinen Platz mindestens verteidigen können. Vielleicht sogar wirklich nach vorne angreifen können. Super getroffen. Und dann hier siehst du keinen. Ein bisschen nachdrehen, aber das ist dann einfach auch gewollt. Und hier liegt er, ja, da liegt er komplett richtig im Wind. Und das ist natürlich, da macht es dann Spaß, weil du merkst, du verlierst wenig Geschwindigkeit, du hast absolutes Polster unterm Ski, stehst nicht hinten dran und dann geht es richtig ab. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, ey. Chapeau. Ja, das war der beste Sprung bisher von Andreas Wellinger und dementsprechend wird er auch völlig zu Recht in Führung gehen. Jawohl. Und am Ende, egal wie es ausgeht, Platz gehalten. Du weißt jetzt nicht, was die Springer nach ihm machen, die im ersten Durchgang dann besser waren, zumindest auf dem Papier. Ja, also ganz klar, es wackelt jetzt in jedem Sprung seine Führung. So gut ist der Vorfang hier unterwegs gewesen. Man sollte auch nicht vergessen, der hat in Ruka auch eine Quali gewonnen. Also der kann es immer mal wieder raushauen. Ja, aber jetzt, kleiner Wackler. Nee, zu flach. Oh, bitter. Zu flach. So bitter. Jetzt schauen wir mal auf den Wind. Also während der Losfahren alles gut. Jetzt schauen wir mal. Hat längst nicht die Verhältnisse wie Wellinger. Und das sieht man aber hier schon. Ja, leicht auf der späten Seite. Und hier nimmt es ihn auseinander. Da hat er das Polster nicht. Der rechte Ski geht weg. Das ist dann stetiges Fallen. Deswegen kam er auch so flach in den Hang. Also jetzt hat er keine Chance gehabt. Das tut mir natürlich jetzt leid. Speziell für ihn, der sich ja wirklich so sensationell herangearbeitet hat mit den neuen Voraussetzungen. Schade. Ja, das hat er nicht verdient, auch wenn es mit Abstand bestes Ergebnis ist. Aber Wellinger rückt einen Platz auf. Aber jetzt ist auch schon Stefan Kraft dran. Deutschland hat tatsächlich jetzt schon einen Podestplatz sicher. War ja nur noch zwei Deutsche. Und Kraft und Kobayashi haben. Aber jetzt geht es um die Siegeserie von Stefan Kraft. Im Hangar der Polster, nach dem Tisch nicht so viel, aber da kommt er durch. Ja, Sprung ist gut. Wow, 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 wow. Okay. Nein, da bleiben keine Fragen offen. Eieieiei. Boah, das kann ja auch nur gute Noten geben. Also ich weiß gar nicht, wo man da was abziehen möchte. Gibt einmal die 20, die Bestnote im Skispringen, die ganz lange so vorsichtig vergeben wurde. Er räumt die jetzt fast immer ab, aber so klar über die grüne Linie. Und die war von Wellinger ja schon extrem. Springt noch einen halben Meter, ja, auf den Punkt genau, so weit wie Wellinger. 144,5. Sehr cool. Kriegt bessere Noten als Andy Wellinger und wird natürlich die Führung übernehmen. Aber Wellinger hat auch hier gezeigt, dass er immer mal wieder mithalten kann. Schon ganz nah zusammen im zweiten Durchgang mit Stefan Kraft. Da war es hauchdünn. Auch hier ist er ihm auf den Fersen. Kraft führt. Kann ihn heute zum ersten Mal einer schlagen. Bei Pius Paschke machen im Moment die Verhältnisse mit, so wie es aussieht. Ja, ganz gut. Genau ähnlich wie Kraft. Oh, sogar unten noch besser. Erstmals auf dem Podest in Kusamo. Jawohl, komm, das sieht gut aus. Komm, gib ihm! Toller Wettkampf! Glückwunsch, Pius Paschke. Auch wenn es nicht reicht für Stefan Kraft, es ist das nächste unglaublich starke Ergebnis. 143 Meter! Sensationell. Die Abstände waren so knapp, dass Kraft jetzt an Paschke vorbeigeht. Da täuscht die grüne Laserlinie nicht. Und doch. Knaller hat den Telemark da unten reingehauen. Da gibt es kein Zurückziehen mehr. Pius Paschke gehört genau dahin, wo er jetzt steht. Dritter, knapp hinter Wellinger. Super Ergebnis für Pius. Alle Ergebnisse in den Top 7 und das ist ja schon Weltcup Nummer 5. Aber er weiß, Stefan Kraft, dass er natürlich noch längst nicht durch ist. Hängt jetzt auch ein bisschen von den Verhältnissen ab, aber die, die noch oben stehen, können ihn beide schlagen. Zunächst Trioju Kobayashi. Bisschen ruhiger, aber okay.
kommt ihm ganz nah, Stefan Kraft. Ryoyo Kobayashi. 143,5 Meter, das ist nur ein Meter weniger. Windunterstützung hat er sogar weniger gehabt als Kraft, aber natürlich kriegt Kraft Traumnoten. Also das heißt, es wird knapp. Es wird unglaublich knapp zwischen den beiden. Hast natürlich jetzt die, mit der grünen Linie die Möglichkeit, da muss ich hin. Ja, das ist schon für dich als Springer eine Orientierung, die gab es damals Vorteil. Nicht. Da möchtest du hin, da willst du hin. Gibt es den fünften Sieg von Stefan Kraft oder ist das Thema jetzt Geschichte, weil Kobayashi vorbeigehen kann? Naja. Nur noch Karl Geiger kann den fünften Sieg in Serie von Stefan Kraft verhindern. Das ist die große Gabe von Stefan Kraft, auch wenn nicht alles ideal ist für ihn. Er kann es trotzdem. Aber auch für Karl Geiger sieht es gut aus. Nochmal einen wie im ersten Durchgang. Jetzt geht es um den Sieg in Klingenthal. Karl Geiger! Ja, oh, das wird knapp. Sein bester Wettkampf der Saison. Geiler Sprung, allerdings. 146 Meter Kraft, 1,5 Meter abgenommen. Aber Achtung, viel Abzug für guten Aufwind. Da sind 3 Meter schnell wieder weg. Aber er hatte Vorsprung. Und er kriegt auch gute Noten, die 19 im Schnitt. Das kann reichen für Karl Geiger. Dann wäre Stefan Kraft das erste Mal geschlagen. Ein super Sprung von Karl, wirklich, wie er immer sagt, feinste Klinge, angefangen von der Pünktlichkeit, Körper lief, das, was er auch beschreibt, wie er in den Hang reinkommt, wo er leicht wird, wo er merkt, dass er schneller wird, sensationell. Und das abzurufen war ja nicht einfach. Also der sitzt jetzt oben, er weiß, Kraft führt, da musst du schon einiges richtig machen, dass du den irgendwie hinter dich kriegst. Das wäre es, wenn das er mal wieder ein Weltcup-Springen gewinnen würde. Vielleicht ist es jetzt hier gleich, so früh in der Saison der Fall. Fast punktgenau auf die grüne Linie gesprungen. Es liegt jetzt auch in den Händen der Punktrichter. Es geht wirklich um jedes zehnte Pünktchen. Geht der blaue Balken darüber, dann hat Karl Geiger gewonnen! Vierzehnter Weltcup-Sieg von Karl Geiger. Nach einer sieglosen Saison im Vorjahr, abgesehen vom Mixed-WM-Titel. Karl Geiger vom SC Oberstdorf schlägt Stefan Kraft nach 2 unfassbar guten Sprüngen. Wellinger Vierter, Paschke Fünfter und Stefan Laie 14. Was will man mehr? Jetzt hier gegen Abend im Vogtland klart die Sicht ein wenig auf und er hatte den Durchblick von Beginn an. Karl Geiger, der noch längst nicht ans Aufhören denkt. Der Olympia 2026 im Blick hat. Und was ist eine größere Motivation, als ganz oben zu stehen? Er ist der Erste, der im Wettkampf, also mit 2 Sprüngen, Stefan Kraft schlagen kann. Trotzdem auch großer Respekt vor dem Österreicher, der sich hier unheimlich stark präsentiert hat. Das ganze Team rutscht ein bisschen nach vorne, auch Heiberg und Hörl in die Top 10. Es ist das 5. Weltcup-Springen der Saison und es ist das 5. mit einem überragenden Ergebnis aus Sicht der deutschen Skispringer, die sich hier Sprung für Sprung verbessert haben, wirklich hereingearbeitet haben, ihr Gefühl gefunden haben für diese Schanze. Und das ist der verdiente Sieger.